Hast du eigentlich schon mal ein Fotoprojekt gemacht? Nein? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn ich habe für dich 5 coole Fotoprojekt-Ideen, die du direkt umsetzen kannst. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. Vor 10 Jahren habe ich mir das Fotografieren selbst beigebracht. Und heute bereise ich die Welt als Profifotograf und Filmemacher. Durch meine Videos haben schon über 200.000 Menschen das Fotografieren gelernt. Lerne auch du aus meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich auf meinen Fotoabenteuern. Fotoprojekte sind eine tolle Sache und ich habe selber schon einige gemacht. Meistens resultieren dann daraus ganze Arbeiten, also Aufträge, die ich mir quasi selber generiere. Sei es jetzt zum Beispiel ein Kalender, den ich damals umgesetzt hatte. Adresse Straße war damals zum Beispiel so ein Ding, wo ich Obdachlose in Berlin porträtiert habe. 12 Bilder, 12 Gesichter, 12 Geschichten und das dann als Kalender gemacht habe. Die Einnahmen davon wurden damals gespendet. Und das war zum Beispiel so ein Fotoprojekt, was ich mal umgesetzt habe, wo es dann auch noch einen coolen Mehrwert für alle Seiten gab. Und ich habe für dich 5 coole Fotoprojekt-Ideen, die du direkt umsetzen kannst. Und fangen wir an mit der Nummer 1. Die erste Idee ist die 365-Tage-Challenge. Also jeden Tag im Jahr entweder ein Foto machen oder ein Foto veröffentlichen. Und das eben hintereinander. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Es klingt manchmal einfach, es klingt schon einfach, einen Monat jeden Tag ein Foto zu posten. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe noch nie so ein Projekt gemacht über 365 Tage. Fehlt mir tatsächlich die Zeit und die Lust, das zu machen. Aber ich habe schon mal jeden Tag ein Video gemacht. Und das schon öfter. Und alleine das über 2 Wochen durchzuziehen, jeden Tag ein Video zu machen, ist sehr, sehr hart. Das Geile an dieser 365-Tage-Challenge ist, dass du dich dazu zwingst, förmlich schon, das in deinen Alltag einzubauen. Das heißt, du fotografierst im besten Falle jeden Tag. Du lernst unglaublich viel über die Fotografie, weil du dich einfach damit beschäftigst und du hast am Ende natürlich super viele, hoffentlich tolle Fotos. Aber darum geht es primär gar nicht bei so einer Challenge oder bei so einem Fotoprojekt. Es geht vielmehr darum, es einfach zu machen, es einfach umzusetzen und vielleicht auch so dieses Gefühl zurückzubekommen, was oft den Leuten fehlt, einfach einen Grund zu haben, warum man fotografiert. Außerdem fängt das Gehirn an zu arbeiten, das ist auch geil, wenn man dann auf einmal hat, ich muss oder ich will 365 Bilder machen, jeden Tag ein Foto, was für Möglichkeiten gibt es da? Und ob ihr jetzt Porträts macht, Landschaften, Tiere fotografiert, was auch immer, völlig egal, probiert es mal umzusetzen und wenn ihr keine 365 Tage schafft, probiert es mal über einen Monat zu machen. Alleine das ist schon eine große Herausforderung, kann ich euch garantieren. Projekt Nummer 2 ist das Schwarz-Weiß-Projekt. Und das Tolle bei einem Schwarz-Weiß-Projekt ist, dass man sich selber auf das Minimum eigentlich reduziert und man sogar die Farbe in seinen Bildern rauslässt. Das heißt, du hast nur noch die Möglichkeit, über zum Beispiel Schärfe, Unschärfe, über das Motiv selbst oder über Licht, also Licht und Schatten zum Beispiel, ein Bild aufzubauen. Du hast keine Möglichkeiten mehr, mit Farbe zu spielen. Ja, mit zum Beispiel einem schönen Sonnenuntergang, mit tollen, bunten Himmelsfarben oder mit generell Farben einfach in einem Bild, weil die sind nicht da. Ja, der Sonnenuntergang wird richtig scheiße aussehen in Schwarz-Weiß. Das heißt, du musst anders an die Fotografie rangehen. Du wirst viel lernen und ich würde dir, egal bei welchem Projekt du umsetzen möchtest, dir einen Zeitrahmen legen, in dem du das Projekt machen möchtest. Also ruhig mal eine längere Zeit, 1 Monat, 2 Monate und es bringt jetzt nicht 3 Bilder oder so zu schießen. Probier mal schön 20, 30, 40, 50 Bilder zu schießen, nur in Schwarz-Weiß, wie du sie sonst auch schießen würdest, aber eben in Schwarz-Weiß. Also wenn du Landschaften fotografierst, in Schwarz-Weiß. Wenn du Menschen fotografierst, in Schwarz-Weiß. Wenn du Kinder fotografierst, in Schwarz-Weiß. Du wirst merken, richtig geil und die Fotografie, das Feuer für die Fotografie wird sich neu entfachen. Fotoprojekt Nummer 3, porträtiere deine Nachbarschaft. Das kann man zum Beispiel verknüpfen mit der 365-Tage-Challenge, also jeden Tag ein Bild machen. Machen auch viele Leute, habe ich schon oft gesehen. Ist keine neue Idee, aber es geht auch nicht darum, eine neue Idee zu machen, sondern einfach was umzusetzen, ja? Ein Projekt umzusetzen. Das heißt, probiere deine Nachbarschaft zu fotografieren, zu porträtieren. Menschen, die bei dir in der Nachbarschaft wohnen, zu fotografieren. Das Geile daran ist, wie gesagt, geile Fotos, keine Frage. Du lernst Menschen kennen,
die du oftmals gar nicht kennenlernst. Man wohnt in der Stadt, man hat super viele Nachbarn, aber man lernt sie nicht kennen. Und sobald man in ein Gespräch kommt, und es wird viel Überwindung kosten, dass man die Leute überhaupt anspricht und mit ihnen Fotos macht, aber es wird sich lohnen. Du wirst tolle Menschen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, vielleicht auch Arschlöcher kennenlernen, völlig egal. Aber du wirst Leute kennenlernen, du wirst geile Bilder machen und die ganze Nachbarschaft wird davon profitieren und hoffentlich dann vielleicht eine kleine geile Ausstellung haben, wo jeder sich selber sieht. Das nächste Projekt ist das Close-Up-Projekt. Und du merkst schon, ein Projekt zu machen ist eigentlich ziemlich easy, weil du probierst dich einfach zu beschränken und gibst dir ein Ziel vor, eine Richtung vor und probierst die dann umzusetzen. Das nächste Projekt ist die Close-Up-Challenge oder das Close-Up-Projekt. Du probierst Dinge, die du sonst fotografierst, viel, viel näher zu fotografieren, vielleicht sogar mit einer Makrolinse. Das heißt, wenn du eigentlich ein Porträt machen würdest von der Person, dann probierst du mal nur Close-Ups zu nehmen, nur von den Lippen, nur von den Augen. Also du darfst nicht mehr ganz irgendwas raufnehmen. Du musst nah gehen. Du musst auf Details achten. Das ist die Herausforderung an diesem Projekt. Und das Schöne ist, du fängst an, auf Details zu achten. Du siehst auf einmal Dinge, die du sonst nicht so wahrnimmst, weil du darauf achtest. Und du wirst super coole Fotos bekommen. Auch in der Landschaftsfotografie eine super geile Sache. Habe ich auch schon mal teilweise gemacht, auch mit Milky Way Shots und so weiter. Habe ich mal probiert, nur ganz close an Sachen ranzugehen und auch mit Schärfe und Unschärfe sehr stark zu arbeiten. Und das in Situationen, in denen man es eigentlich nicht gewohnt ist oder eigentlich nicht so kennt. Und das ist das Interessante dann auch in der Fotografie. Und das fünfte und letzte Projekt, das ich dir ans Herz legen möchte, ist: Porträtiere deine Stadt. Und das hat nichts zu tun mit porträtiere die Menschen, die dort sind, sondern porträtiere mal wirklich deine Stadt. Also was es dort gibt, was besonders ist in deiner Stadt und was vielleicht die Stadt oder das Dorf oder den Ort repräsentiert. Also was gibt's für Eigenarten? Was gibt's für besondere Dinge, die es nur da gibt? Was gibt's vielleicht für nicht so schöne Sachen? Also auch mal negative Seiten aufzeigen und die dann alle zusammenfassen. Eine tolle Aktion für eine Stadt selber, aber auch eine schöne Aktion, um zum einen deine Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen, um auch wieder neue Menschen kennenzulernen und um auch einfach was umzusetzen tatsächlich. Und es wird super interessant sein. Ich habe selbst in Berlin sowas mal gemacht. Damals im Radio haben wir eine Challenge gemacht. Ich glaube, 22 Dinge, die du tun musst, um ein Berliner zu sein. Und da gab es so viel. Und ich lebe schon Ewigkeiten in Berlin. Ich glaube, 15 Jahre jetzt mittlerweile. Und es gab Sachen, die habe ich selber noch nicht gemacht gehabt. Und das sind so typische Touri-Sachen tatsächlich teilweise. Aber die hast du selber noch nicht gemacht. Und das ist super spannend, weil man eben seine eigene City, die man jeden Tag vor seiner Nase hat, aus einem anderen Blickwinkel erleben kann, entdecken kann und auch mit einer gewissen Distanz eben darstellen kann. Das waren 5 Ideen für dein vielleicht zukünftig nächstes Fotoprojekt. Ich schenke sie dir. Alter, mach damit, was du willst. Verfeiner sie, kopier sie einfach komplett. Ist völlig egal. Ich möchte, dass ihr Spaß habt an der Fotografie. Und ich möchte natürlich auch sehen, was ihr macht. Und deswegen gibt es eine Facebook-Gruppe. Und zwar die Benjamin Jaworski Fotogruppe quasi. Also eine Gruppe, in der ihr alle beitreten könnt. Einfach auf Anfrage klicken und dann schalte ich die Leute alle automatisch frei. Und wir probieren in dieser Gruppe coole Fotos zu posten, auszutauschen. Wer was verkaufen will, kann auch was verkaufen. Also Equipment jetzt zum Beispiel, also so eine Tauschbörse oder irgendwie sowas. Man lernt vielleicht neue Leute kennen und ich möchte vor allem, dass ihr auch eure Projekte vorstellt mal, postet. Vielleicht trifft man ja jemanden, der in der gleichen Stadt wohnt, was ja eigentlich eine sehr geile Sache ist. Und auf meiner eigenen Facebook-Seite ist das blöd. Das macht keinen Sinn, wenn da irgendwie zehntausende Leute in ihre Projekte auf meine Seite posten. Leute folgen ja meiner Seite, weil sie sich dafür interessieren, für die Arbeit. Aber diese Gruppe, die ist super geeignet dafür, dass man sich austauschen kann und dass man vielleicht auch neue Leute entdecken kann, die was Interessantes machen in seiner Umgebung. Und ich kann vor allem sehen, was ihr zukünftig für Fotoprojekte macht, ob er sie auch durchzieht. Und ich finde auch bei so einem Projekt, man kann sich Druck machen, man kann sich eine Deadline setzen und sagen, bis zu diesem Tag XY setze ich das um, ziehe das durch, ist positiv. Man kann aber auch sagen, ich setze mir gar keinen Druck und setze das Projekt einfach um für die nächsten 5 Jahre. Immer mal wieder. Wird auch spannende Sachen rauskommen und vor allem, wenn ihr nach 3 Jahren mal guckt, was ihr so vor 3 Jahren dann gemacht habt, werdet ihr ganz anders auf diese Sachen blicken. Also eine spannende Sache, Fotoprojekte, ich würde es jedem empfehlen. Wenn ihr andere Ideen habt für Fotoprojekte oder selber Projekte habt, wie gesagt, in die Facebook-Gruppe, Link ist auch unten in der Beschreibung oder auch gerne in die Kommentare einfach schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga, und haut da rein. Ach übrigens, wenn du dich für Landschaftsfotografie interessierst und das lernen möchtest,
dann empfehle ich dir meine Kurse auf lernvonben.de, besonders den aus Norwegen oder Schottland. Norwegen eher fortgeschritten, Schottland eher die Grundlagen, beides richtig gut. Check's aus, lernvonben.de.